Ahoi Leute, und willkommen zum nächsten Part von Titan Quest Multiplayer Play mit dem Immortal Shonet an, wie Fischi sagen würde, den Doges, dem Albtraum, mir und Fischi, und wir suchen jetzt diesen Yeti, der hoffentlich Ja, dieser Dings genau. ist. Hoffentlich ist er dieser. Ja, hoffentlich ist er dieser Dings. Das ist kein Yeti, Nein. falls es dir bewusst ist. Ja, das Ist, war wie, ja. ist. Wow, der macht Schaden. Er ist tot. Er hat mich gefragt, also er hat mich hier schon mal das Laserhack gemacht. Okay. Sehe ich nicht. Ich mach den Zauberer kalt. Ich glaube, der eine Doge ist gestorben. Ja, nein, beide sind gestorben. Was? Ich bin übrigens auch fast Wichser. gestorben. Danke. Kurz mal Bin noch auch was? Nee. Energietränkchen schlürfen und dann noch mal. Weiter runtergehen. Ich glaube, der Ich glaube, Albtraum ich macht habe schon gut seit. Schaden. Wann habe ich das bekommen, das Amulett? Ich glaube, ich habe seit Griechenland, Ende Griechenland war das oder war es schon Ägypten? Seitdem habe ich mein Amulett nicht mehr geändert. Ich auch nicht. Mein Amulett ist auch seitdem gut. Was war das? Ein Ring? Ja. 17% Intelligenz, 5% Energie, Zauberring. Unnötig für uns. Für Traum ist das eigentlich gar nicht so unnötig. Naja, aber die Grundstufe macht schon so viel Intelligenz, dass ich es nicht brauche. Fast gestorben, Alter. Scheiß Magier, ey. Die Magier kotzen mich richtig an. Einfacher Gürtel übrigens. Moment mal. Normalerweise ist immer der erste Buchstabe groß, also bei beißender Säbel oder sowas hatte ich da gerade. Ja. Und ich habe gerade langer Speer gefunden und da ist das L klein. Ich Okay. habe einen Bug gefunden. Was hast du gesagt? Indem du überall Wasser drumherum packst. Menschen, die kein grundlegendes Minecraft wissen. Du musst, es gibt fließendes Wasser und stehendes Wasser. Du musst, wenn du stehendes Wasser haben willst, packst du überall fließendes Wasser hin, dann wird es zu stehendem Wasser. Wenn fließendes Wasser gegen fließendes Wasser trifft, wird es stehend. Hier geht's raus übrigens. Was zur Hölle? Ja, hier müsste jetzt gleich der Yeti kommen. Sicher? Ja, wir sind jetzt in diesem, sozusagen in dem Tal. Siehst du, da ist er. Ich bin tot. Sehe ich nicht. Hilfe? Ich kann mich nicht bewegen. Ja. Bisschen Panik. One hit. Du bist tot! Ich bin auch gleich tot. Kannst ein Portal machen? Ich kann mich nicht bewegen. Kannst ein Portal machen? Jo, steht. Ja, Ja, der. er zieht mir nicht so viel ab. Danke, Freddy, dass du dich portierst. Dadurch steht mein Du Spielstand brauchst nicht still. mehr Energie. Er zieht mir übrigens Energie ab. Also lass uns erstmal die kleinen drumherum fertig machen. Die sind ein bisschen anstrengend. Und pass auf, der zieht hier instant. Ich bin tot. Okay, diese Meteoriten sollten wir achten. Portal bitte. Ja, habe ich gemacht, glaube ich. Ja, Übrigens, jetzt bis ist auf diese es. Jetzt ist er. Meteoriten ist er komplett harmlos. Nein, der kann dich auch one-hitten. Ja, mit Also, den er kann. Meteoriten. Nein, Er er kann doch einfach hat so. eben wirklich 3 Minuten auf mich eingeschlagen. Ich habe keinen Schaden gekriegt. Er hat auf mich einmal eingeschlagen, ich war sofort tot. Moment, mach ich mal kurz meine Zauber an, damit ich ein bisschen mehr Schaden mache. Er hat mich gestunt. Guck. Wirf doch die verdammte Flasche, ey, was ist denn Das los macht mit mir echt dir? überhaupt keinen. Nein! Ja! Diese Meteoritenschauer macht mich One-Hit. Alles andere macht mir überhaupt keinen Schaden. Aber dieser Meteoritenschauer, ich bin instant tot. Der hat auch übertrieben viel Energie, merke ich gerade. Ziehst du ihm die ab eigentlich? Ich bin auch tot. Weil es wäre gut, wenn du ihn komplett runterziehst, weil dann kann er sich nicht mehr mit diesem Eiszauber schocken. Ja, ich kann mich nicht zu mir porten. Ja, weil das Portal aus ist. Kannst du eins machen? Ja, warte, mach ich gleich. Ich muss kurz looten. Was looten? Boah, geh weg mit deinem scheiß Meteoritenschauer, du Wichser. Er ist tot. Also fast. Wo ist er? Er ist tot. Er hat nichts Gutes verloren. Er hat. Alter, ist der Schild geil. Gewöhnliche Truhe übrigens.
Alter, Eisschild. Jetzt habe ich das Diadem. Das ist ein blaues Item übrigens. Eisschild? Ich finde was ganz gut. Ja. Zeigen wir bitte kurz. Schilde bringen 5, wir hier 15% eh Wahrscheinlichkeit, 125 Schaden abzublocken. Geh mal bitte her. Ich benutze sowieso kein Schild, das kannst du wohl eben, gerne das nehmen. Meine ich ja. Seine Rüstung, Alter. Ist das heftig. Erstmal 80 Rüstung. Ich habe gerade einen mit 19% Schaden und 11% Stärke gekriegt. Ich bin gerade im Überlegen, was besser hat er ist. Noch, was hat er noch verloren? Ich glaube, eine Krone oder sowas. Ne, Armschienen mit 80 Rüstung. Brauchst du die? Nö, ich habe welche mit fast 100. Dann nehme ich die. Wie groß die erstmal sind? Er hat noch irgendwas verloren, glaube ich. Der hat nämlich drei Sachen verloren. Also ich hatte nur zwei Sachen gesehen. Scheiße, ich kann mein Schwert nicht benutzen dann. Da habe ich nicht mehr genug. Ich habe sonst nicht mehr, was sich nach ihm anhört. Irgendwas mit Jaren ist das. Er hat nämlich... Ja, ne, ich habe nur das von Jaren gehabt. Aber der hat drei Sachen verloren. Ich habe auch nur zwei gesehen. Also das Schild ich ist drei schon gesehen. Ziemlich geil, aber das Oder er hat mir einen halt... Hammer verloren noch. Hat er einen Hammer verloren? Ich habe keinen Hammer. Hat er vielleicht einen Helm noch gehabt? Keins mit Jaren. Ist doof. Oh, mein anderes Schild macht mir übertrieben viel Stärke plus. Ich behalte das blaue mit dem Inventar und werde mir... Lebenskraftschaden habe ich. Götterblut, Wolfsklaue und Anubis Zorn brauchen wir dafür. Das Artefakt. Okay, ich guck mal kurz mal. Alter, das Ding macht Leben plus und Energie. Das Ding macht Feuerwiderstand. Das Ding macht 10 plus Verteidigungsqualität und 2% Wahrscheinlichkeit, Angriffen auszuweichen. Was ist eigentlich mit der ich Quest? Hab richtig Nackenschmerzen. Ey. Hä, war das jetzt eigentlich die Quest? Weil das war nicht der Riesen-Yeti, oder? Das war der Riesen-Yeti. Ja, aber die Quest ist nicht abgeschlossen. Müssen wir die noch abgeben? Ja, müssen wir noch. Hä, das ist doch gar kein Yeti. Doch. Nein. Doch, Mann. Das ist ein Riesen-Neandertaler gewesen. Sicher? Keine Ahnung, ist es. Ich bin der Meinung, es war der Riesen-Yeti. In eine Eishöhle gelangt, dort sei ein Riesen-Yeti gesehen, den alten, einen alten Mythos. Suchen Sie in der Höhle nach dem Yeti. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Guck, wir haben auch noch keine haben? Höhle übersehen, ne? 12 Minuten. Ich habe übrigens gestern einfach mal über Nacht zwei Abonnenten dazu gekriegt. Ich habe gestern einfach mal ein neues Bild gemacht, einfach so. Weil mir langweilig war. Okay. Amulett der Knechtschaft kannst du gern haben. 10 Rüstung, 40 Leben für Begleiter. Naja, Begleiter sind nicht mehr so meins. Ach, ich brauche ja wieder meine. 5, 6, 4. Was ist denn das hier? Können wir hier doch das abgeben? Okay. Das war Geheimnis in den Bergen. Okay. Sprechen Sie mit Kilo Temba im Dorf Changsung. Kommen wir noch nach Changsung oder? Changsung waren wir doch gerade erst. Ich weiß nicht, ob das Dorf war, aber das war einfach nur so ein kleines Teil. Hallo Yetis. Okay, hier könnte er vielleicht kommen in den Yetis. Mal gucken, wie die Yetis aussehen. Ich glaube, ein Riesen-Yeti sieht dann nicht so aus wie der Typ, den wir gerade gelegt haben. Nee. Und hier vorne ist ja auch noch eine Höhle. Könnte da vielleicht drin sein. Ja. Hast du einen Timer eigentlich angemacht? Ja, ich hab doch gerade gesagt, wir haben noch 12 Minuten, jetzt haben wir noch 11. Nicht zugehört. Lassen. Weißt du, hier sind überall riesige Yetis und er steht da. Wow. Bin tot. Warum macht die so viel Schaden? Keine Ahnung, Mann, ich war instant. Vergesst aber meine Spells wieder anzumachen, wenn ich tot bin. Portal bitte. Moment. Danke. Oh, das ist massiger Yeti. Ich will meinen neuen Computer haben, Alter. Ja, der hat mich wahrscheinlich gekillt. Nee. Nee, der schlägt mich fast tot. Kannst du Eichenherz anmachen, damit wir wenigstens kleine Überlebenschancen haben? Ja, hab ich. Danke.
Über die Berge bist du gekommen. Und nun ist es ich dachte gerade eine Quest. Eis. Es ist der einzige Weg. Warte, und danach. Ach, warum? Du wirst es selbst. Weil es da lang weitergeht. Und wo willst du noch lang? Weiß nicht, wieder zurück in das Dorf vielleicht die Quest abgeben? Ja, dann viel Spaß. Aber ich glaube nicht, dass wir dahin müssen, weil das war halt kein richtiges Dorf, weil da stand ja nicht Changsung, oder? Ne. Das war doch das Chimbo-Teil, Tal. Keine Ahnung. Ja, wir können gerne nochmal hinreisen, aber ich hab keinen Bock, weil das so weit weg ist. Machen wir nachher Aufnahme, wenn überhaupt. Mhm. Eishöhlen in Tosmongo. In Zumong. Tongmo. Tongmo. Oh, ich kann nicht lesen, Alter. Bisschen behindert. Nicht nur ein bisschen. Okay. Na, oh, da war gerade eine Essenz, habe ich auch gesammelt. So. Hier, Moment, wo habe ich die da? Ich freue mich auf flüssige Aufnahmen, Alter. Ich glaube, ich mache einen epischen Trailer zu meinem neuen PC. Mhm. Als ob ich Trailer machen könnte. Als ob du sie episch machen könntest. Als ob ich sie überhaupt machen könnte. Ich frage einfach Paya. Kennst du ein Programm, mit dem man Trailer machen kann? Was für einen willst du denn haben? Einen epischen. Ja, was soll denn da sein? Weiß ich nur nicht. Irgendwas Episches. Ja klar, Cinema 4D kann man machen, After Effects, da muss man halt Videodatei haben und mit Cinema 4D kannst du halt sowas machen, was diese unbegabten Leute machen, die so denken, ihre Intros wären voll geil. Du meinst Paya? Naja. Nein, also so extrem schlecht sind die nicht, also es geht schon, was okay. Der da macht, aber... Ich jetzt nicht so, wo ich sage, wow, oh, ich kann Schrift ein bisschen blinken lassen. Ja, ich muss mir auch irgendwann eine machen lassen oder machen für mein, für TTT. Ich habe noch voll viele Parts TTT-Auflage, ich habe noch SWAT 4-Auflager, ich habe noch ein bisschen SCP-Auflager mit dir, mit Kirschi. Von uns beiden habe ich sogar noch einen mit Apfelsaft. Das ist der Weg ins nächste Land, ne? Was? Kaptorn. Das ist der Weg ins nächste große Stadt, ne? Was ist die nächste große Stadt? Spoiler ich noch nicht. Bitte. Große Mauer. Okay. Raptorzahn übrigens? Ja, ich bin hier unten gerade und hab gerade ein paar Raptoren geklatscht. Achso. Die Folgen übrigens. Also wirklich ein paar, also wirklich nur zwei. Auch nur Babys. Junge. Was sind Babys? Jungtiere. Ja, hey, Jungtiere sind Babys. Liebes, wenn so Mobs so alles droppen. Welche Tiere waren nochmal so extrem schlimm? Yetis. Ja, Yeti-Felder. Habe ich da irgendwie so 20.000 Stück fertig gehabt schon. Ja. Instant einfach so warm. Waren die Wolfsklar auch irgendwie schlimm? Nee, Wolfsklau hat hier aber auch so viele. Ja. Warte mal, gab's jetzt doch Wölfe? Raptorzahn übrigens. Ich glaube, ich habe Raptorzahn jetzt fertig. Ich habe jetzt einen Raptorzahn und noch zwei extra. Tja, geil. Übrigens, du kannst sie immer zusammenschmieden, man kann die danach auch wieder auseinanderschmieden, hat mir Jörg beigebracht. Wie macht man das? Einfach zusammenschmieden dann wieder. Ging es da hinten noch weiter? Nein. Wie? Es geht hier runter. Wie zusammen? Wie macht man die auseinander? Gar nicht. Die machen sich dann automatisch selbst auseinander. Oh, Ice Peng. Süß. Ich musste mir den Part gestern erstmal nochmal angucken, um einen Namen dafür zu finden. Wie hab ich den genannt? Weiß ich nicht. Ich habe ihn ab in den Harz genannt. Ich glaube, ich habe einfach eine Undertaler genannt oder so. Ja, kann sein. Das so, nee, ich glaube.
habe keine Ahnung. Hallo Icepang. Zum Glück habe ich meinen Professor nicht erwiegert. Was? Ich habe übertriebenen Ohrwurm. Von? Dame. Okay. Von dem neuen Album. Ja, warum neu? Es ist ja jetzt schon nicht mehr neu eigentlich. Aber es ist geil. Ich habe noch 7 Energietränke, Gesundheitstränke übrigens. Wir haben noch 4 Minuten. Wir sollten langsam einen Brunnen finden. Geht's da hinten noch weiter? Nee, da war Schluss. Warum gibt's da 2 Ausgänge? Ja, aber schon, weil einer noch tiefer ist. Und man dafür erstmal um den Berg rumlaufen muss. Oh, eine Knochenaxt. Knochenaxt? Verstehst du jetzt, warum du mehr Gold hast als ich? Nee, eigentlich nicht. Wieso? Vielleicht so, weil du alles weglootest. Es ist nicht alles, nur das weißt du genau. Es ist vielleicht 90%. Ich wollte gerade sagen, es sind so 90%. Ich stelle meine Maus dafür extra auf die höchste Stufe, damit ich alles verkloten kann. Ja. Du weißt, wie meine Maus auf höchster Stufe läuft. Ja, yeah, deine Maus läuft so und es geil. Gibt, ich liebe PC und es gibt, X. Gibt auch so eine andere Logitech-Maus, eine MMO-Maus, die hat ich einfach weiß. Mal so 8000 DPI. Und meine hat gerade mal so maximal 5000. Das ist doch die mit den 6 Millionen Tasten, oder? Ja. Die ist hart. Sollst du dir holen? Oh nö! Oh oh! Oh nö! Man kann die Kisten übrigens nicht aufmachen. Ich weiß! Ich hab mich eingefroren. Ich bin fast tot. Er macht mir ganz gut Schaden. Ich hab nur 7 Tränke übrigens. Hallo, ich will keinen Fokus haben. Ich glaub, wie bei Ihnen an. Er hat's verdient. Mach ein Wurfmesser rein. Wofür bringt das so viel gegen den? Ja, du hast Feuerschaden in deinem Wurfmesser an. Ja, jetzt kann er nichts mehr machen, jetzt hat er keinen Mana mehr. Komm schon, lass ihn was Gutes verlieren. Nein. Nichts Gutes verloren. Das Blau ist dabei. Wo? Oh, ich hab nichts gesehen. Nee, hab ich auch nicht, das sah nur so aus. Du hängst gerade bei mir übrigens fest. Da hinten. Mach ich aber nicht. Schlag mal. Geht's jetzt wieder? Ja, jetzt bist du wieder da. Wir haben noch 2 Minuten. Der war irgendwie chillig. Ja, aber hat ganz schön gut Schaden gemacht eigentlich. Ging eigentlich voll. Die sind ja scheiß Yetis. Das ist aber die Quest, oder? Ja, das war jetzt ja, die Quest. Ja, das sind Yeti. Ja, wir müssen noch ein Part aufnehmen. Okay, die machen mich fast tot. Wow, 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 wow. Wir müssen eh noch ein Part aufnehmen. Wir müssen 3 Parts aufnehmen. Okay, die sind ein bisschen stark. Ich habe keine Lust dazu. Doch, dann doch. Mich auch. Ich habe heute Zeit und Lust. Ja, am besten du pullst einfach alle, rennst dann weg und ich töte die dann. Ja, und sie schleichen mir dann einfach so mega langsam hinterher. Ja, und das Gute daran ist, ich schlage einfach 2-mal so schnell zu. Ich glaube, den Ausgang gefunden. Ich glaube, wenn man mit richtig vielen Leuten zockt, dann sollte man auch einfach einen machen, der die ganze Zeit so total auf Tank geht, weißt du, so alle gute Rüstung hat, alles auf Gesundheit macht und dann einfach so die ganze Zeit vor denen wegläuft. Ja, dann würde ich Verteidigung nehmen und dann noch Erde oder so. Ja, genau. Soll ich noch den dicken holen? Das ist noch gut. Verteidigung und Erde, das ist für Widerstand ist das super. Ja, vielleicht oder vielleicht auch Natur, weil dann kann man den direkt als geilen Hakenschwert, kann ich das haben? Achso, hab ich, ja, kriegst du gleich. Kriegst du gleich, kriegst du sowieso nie. Du kriegst eigentlich immer alles. Ist ja schon auf Ebay, ne? Ja, ist schon drin. Boah, fast gestorben, Alter. Ja, die Kleinfee, die Eisfeen verlieren Dämonenblut. Sind ja auch Dämonen. Die Viecher können auch Dämonenblut verlieren. Sind auch Dämonen. Moment, Hakenschwert. Der Part ist vorbei. Hier ist ein Hakenschwert. Ja. Liegt da, ist aber nicht gut.
Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.